Derweil kann Diamantis einen der Hörsäle betreten, aus dem gerade Schweigen kommt, und du kannst sehen, wie Abelmir dort gerade unten steht. Hat wohl mit irgendeiner Zauberkreide einen ja, siebenzackigen Stern auf den Boden gemalt, und die anderen Eleven schauen ihm begierig dabei zu, was er gerade erklärt. Ich Okay. lehne mich an den Rand der Tür und asche ein wenig auf den Boden. Warte drauf, bis er fertig ist. Oder bis er mich bemerkt. Auch ohne zu wörtlich genommen zur Anordnung ist es fraglos, dass man den Götterhimmel wie auch die Sphäre der Sterne allgemein oben ansiedelt. Warum spricht man aber bei den Sphären jenseits der Sterne von Nidalen? Beschwören jetzt einen Herrscher oder nicht? Ruhe! Darfst den Namen nicht sagen. Verwendet bereits das Arkane. Ich bitte um Ruhe in dem Hörsaal. In seinen frühesten Übersetzungen sind den Terminus Infernus Inferior. Melanippos in seinem Commentarii Arcanum et Vis Entropica vermutet in seinem Kommentari, dass diese Wendung aus der schieren Freude am Wortspiel entstanden sei. Das Da kann hinten das nicht raucht jemand! Ruhe! Da hinten raucht jemand! Ist hier Klappe, verboten! Rippenpetze! Diamantis, setzt euch! Ich habe nicht mal die letzten zwei Sätze verstanden. Nun, wo war ich stehen geblieben? Setzt euch! Ja, dann nehme ich mir einen Stuhl neben einem Kind. Am besten neben das, was mich gerade verpetzt hat, und schaue es böse an. Boah, das stinkt! Ein Nun, Rauch wo ins war ich Gesicht. Sind das Karinoas? Ruhe dort hinten! Melanippos vermutete in seinem Kommentar, dass diese Wendung aus der schieren Freude am Wortspiel entstanden sei. Ich mache einen bösen Blick nach hinten werfen. Doch kann das als sehr fraglich gelten. Die Zweckmäßigkeit der entsprechenden Passage im Arcanum ist schon höher anzuordnen. Ebenso ist es zweifelhaft, dass ausgerechnet diese Wendung gewählt wurde, um die Wahrheit zu verschleiern und den Leser über die kosmische Position der dämonischen Sphäre unklar zu lassen. Hey, willst du mal einen Zug? Darf nicht rauchen. Na komm Ist mal, ganz schnell. ekelhaft. Ist eine Karino. Meine Eltern rauchen beide. Und du bist doch alt genug. Ich habe Okay. dem Neugeborenen eine Zigarette geschenkt. Also, der wird auch nicht viel mehr machen. Okay, ich rauche ja sowieso den ganzen Tag dieses Passive. Mythos, das gibt's gar nicht. Entweder raucht man oder man raucht nicht. Sehr, sehr stark. Ja, oder? Echt gut. Aber jetzt, pst, aber mir, Meister Morenes ist böse. Nach der allgemeinen Sphärologie müsste sie außerhalb der Niederhöhlen liegen, quasi eine hypothetische achte Sphäre darstellen. Und was ist mit K? Was? Was wisst ihr über K? Keine Ahnung. Ich habe das Dann irgendwo in der haltet die Bibliothek. Klappe! Wenn ihr einfach nur Ungereimtheit in den Saal hineinbrüllt, ist das nicht hilfreich. Also, was wisst ihr über K? Ich habe das mal in der Bibliothek gesehen. Da hat irgendjemand ins Holz reingeschnitzt. Nun, Sie werden bei der nächsten Vorlesung einen Aufsatz über K schreiben. Ihr werdet die entsprechenden Aufzeichnungen in der Bibliothek finden. Ich erwarte nicht weniger als 10 Seiten. Oh, nö. Und jetzt Ruhe. Nun, es gibt hinreichende Indizien, dass man das Chaos der siebten Sphäre tatsächlich in zwei grundlegende Untersphären gliedern kann. Da wäre zum einen das reine Chaos ohne jegliche Ordnung und Form. Es ist ein Zustand der absoluten Entropie, den ein Verstand eines Sterblichen, im Kern eines Geschöpfs des Ordens Nairakis, unmöglich erfassen könnte. Zum anderen haben wir die unbestreitbare Sphäre der Ordnung im Chaos, wie wir sie in den Domänen der 13 Erzdämonen vorfinden. 4 Stunden später. Ihr trefft euch an Bord der mondsilbernen Drachentöter wieder, nachdem ihr eure Besorgung oder Unternehmung abgebrochen habt bzw. erledigt habt, und könnt dort dann wieder in der Kapitänskajüte zusammentreffen und euer ja, Offizierstreffen dann ansetzen, irgendwelche Neuigkeiten, die es zu besprechen gibt, nächste Planungen. Jarlan Greifenmund fehlt noch.
Der ist wahrscheinlich noch immer irgendwo zwischen den Straßen unterwegs und wollte sich wohl mit Bettlern unterhalten. Oh, das war doch eine sehr erfolgreiche Lehrveranstaltung. Aber irgendwie haben wir vergessen, noch zu diesem Horoskopmann zu gehen. Drei Dinge habt ihr nicht verpasst, oder? Och, ich denke schon. Ich weiß nicht, ich hätte mir gerne ein Bild davon gemacht, ob... Naja, ob etwas dran ist an der Sache. Naja, also der wird euch vermutlich verarscht haben. Nein, nein, der wusste Sachen, die er nicht hätte wissen können. Das stimmt schon. Oh, können wir diese Diskussion nicht bitte führen? Ihr habt doch damit angefangen, sagt ihr. Ja, ich muss mich entschuldigen. Seht ihr, Entschuldigung angenommen. Ja, Sulamin und ich haben in den Wellen getanzt und es war eine sehr erfolgreiche Vorlesung, denn am Ende haben alle meine Schüler, also meine Eleven in diesem Falle, diese Übungseinheit bestanden. Und sie hatten den Spaß ihres Lebens, möchte ich sagen. Ich finde auch, dass wir einen sehr schönen Ausflug hatten. Ich weiß allerdings nicht, ob es nicht noch nicht hinderlich sein wird, wenn ihr jeden Tag an der Akademie zur Lehre erscheinen müsst. Ach. Ich denke, das wird kein Problem darstellen. Nun ja, ich wollte euch noch aufklären, was ich in der Bibliothek herausgefunden habe in der Kürze der Zeit. Oh, ja, stimmt. Ich habe auch. Ja, fang doch an. Nun, wir hörten ja von der tiefen Riesen, könnte man sagen, von dieser Giganten, das Wort Vajat und Jol zu Gott, nicht wahr? Nun, wie es scheint, ist Vajat ein Reich, ein unterseeisches Reich, ein untermeerisches Reich. Bestimmte Schriften erwähnen es als, ja, Jolgomak, ihr wisst, ihr kennt diesen Ursprung dieses Wortes. Der Meere. Ein Ort, an dem die Niederlande näher sind als der Drittensphäre. Nun, das Zentrum von Vajat ist eine Stadt. Diese Stadt ist dieses berüchtigte Jalzugot, von dem wir gehört haben. Vajat erstreckt sich wohl über hunderte von Meilen angeblich über den Meeresgrund von Selem. Die Krakonier, die in dieser Stadt wohl leben und lebten, sollen den Erzdämonen gehuldigt haben, aber ob dies nun stimmt oder ein Aberglaube ist, nun ja, man weiß es nicht. Vielleicht viele mögen von ihnen verloren sein, aber sicherlich nicht ein ganzes Volk. Ich vermute, dass die Ahats, nun ja, diese Gerüchte verbreitet hatten, um die Krakonier in ein schiefes, schlechtes Licht zu rücken. Und nun ja, vor vielen hundert Jahren warf Fex einen Stern, angeblich um das Reich von Selem, einer ultralimischen Zivilisation, zu vernichten. Nun, ich bin mir nicht sicher und auch einige Autoren zweifeln dies an. Nun, diese Autoren glaubten oder meinten, dass nicht Selem vernichtet sollen sein, sondern dieses Jahr zu Gott. Warum auch immer. Nun, wenn ihr meint, dass dort Erzdämonen angebetet worden wären, dann wäre das wohl ein Grund für Fex, diesen Ort zu vernichten, oder? Nun, dann müssten die auch die schwarzen Lande vernichten. Das haben sie nicht getan. Es muss ja etwas mehr sein, als nur die Anbetung von Erzdämonen. Vielleicht sind die Götter gerade dabei, die schwarzen Lande zu vernichten. Und, meine, wen haben wir nicht alles auf dem Gewissen? Nun ja, auch die Vergangenheit lehrt uns, dass nur die Verehrung von Erzdämonen nicht diese komplette Verheerung verdient hätte. Aber wir müssen da jetzt nicht runtertauchen in den... Oder? Wenn wir wissen wollen, was Jol zu Gott ist und warum, nun ja, Fex es nötig sah, vermutlich die 12 Götter es nötig sahen, diese Stadt zu vernichten, dann müssen wir dort hinunter. Ich glaube, ich muss uns unsere letzte Unterwassermission nicht in Erinnerung rufen.
Vielleicht finden wir dort Hinweise, weitere Hinweise, den Ursprung. Paligan, seine Dämonenarchen. Wenn nicht dort, wo dann? Also ich fand unsere letzte Unterwassermission eigentlich ganz erquicklich, bis ich von euch getrennt worden bin. Das war etwas unglücklich. Ja, das war ungefähr der Punkt, wo es auch für uns anfing, unerfreulich zu werden. Ja, ich habe eure Geschichten hier eingänglich verfolgt. Nun, vielleicht lag es aber auch daran, dass Calvin mich als ihren Auserwählten gesehen hat und mich davor bewahren wollte. Ihr wisst ja, die Hexen haben gesagt, ich sei ihr Auserwählter. Ja, ich erinnere mich. Ja, die Hexen haben aber auch ziemlich viel Scheiße erzählt. Hast du nicht unrecht. Aber ich fand es ganz lustig, wie sie sich immer mit Jalan gezankt hat. Hat mir den Tag ein bisschen erhellt. Oder wie sie nackt übers Schiff gelaufen sind. Ja, ein seltsames Völkchen, das sind sie wohl. Sulamin, wir müssen übrigens nochmal sprechen. Aber das kann bis später warten. Oh. Was hast du denn gemacht, Diamantes? Ich hatte ein unzufriedenstellendes Zusammentreffen mit ja. Das ging auch nicht besonders lange. Hat einen Zauber nach mir geworfen und habe ich mich zu Abel mir gesellt in seiner ja, Vorlesung. Und wie war sie? Erhellend natürlich. Ich habe das meiste nicht verstanden. Es war alles auf einer anderen Sprache. Aber ich habe vielleicht einen neuen Freund gefunden. Oh, das ist immer gut. Ja, das ist viel wert. Bei mir hättet ihr tanzen können mit Sulamin und Wasserelementare fangen. War eine sehr erfolgreiche Stunde. Doch, die Übungseinheit war ein voller Erfolg. Aber ich war ja auch in der Bibliothek gewesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Dieser Druck macht etwas mit mir. Es ist so schwül und... Ach, da vergisst man schon mal, ob man Sachen schon einmal gesagt hat oder sich nur wiederholt. Ich habe zu den Magiergrafen von Edo recherchiert gehabt und dort auch einige erhellende Schriften und Erkenntnisse gefunden. Wir müssen tatsächlich wohl wirklich noch etwas weiter ins Südmeer hineinfahren, wie ich angenommen hatte. Ich dachte, wir sollten zu diesem Vulkan, Voltax. Genau. Dort müssen wir als erstes hin und von dort aus noch weiter zu einer Insel, die sich uns dann zeigen wird. Das können wir machen, wenn wir am Vulkan sind. Ich glaube, am Vulkan muss ich irgendetwas machen. Ja, ihr denkt an eine göttliche Vision. Genau. Oh, ja, das ist immer wichtig. Eigentlich will Voltax nur den Vulkan sehen, aber das sagt er euch nicht. Naja, Boltax, wenn du das sagst, dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir das machen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Insbesondere, wenn wir diesem Edo auf die Spur kommen wollen. Es kommt mir immer noch seltsam vor, dass ein Ort, der so weit von Janka entfernt liegt, etwas mit der Sache zu tun haben soll. Das ja, hat euer Sterndeuter gesagt, oder? Ja, nicht nur der Sterndeuter. Auch das Buch hat ihm dann noch einmal recht gegeben. Also, deshalb meine ich auch, dass an dem Wahrsager mehr dran ist, als es auf den ersten Blick scheint. Naja, und ihr müsst dran denken, hier geht's um Magier. Können sich schon recht weit bewegen. Denn nochmal dieser Fatzke, der mit uns da rumgereist ist. Weiß es nicht mehr. Vielleicht, ob wir so einen Sternendeuter viel geben können, aber... Wenn wir den fahren, sind dort zwei recht interessante Städte verfeindet. Weiß ich aber, wovon ich spreche. Scylla und Charybdis. Ja, du meinst das brennende Scheißloch und das andere brennende Scheißloch. Brennendes Scheißloch mit den meisten Freibeutern in der gesamten Charybdis. Ja, das macht es ja zu dem brennenden Scheißloch, das es ist. Aber ja, wir sollten dahin, du hast nicht unrecht. Habt ihr denn in dieser Sache mehr herausgefunden? Oder müssen wir einfach dorthin segeln, wenn wir nun ja hier alles erledigt haben? Nun, ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Aber ja, ich... Ja,
Wir können auch versuchen, ein wenig in der Stadt in Erfahrung zu bringen. Vielleicht sind namentliche Kapitäne zuletzt dort gesehen worden. Ja, du bist doch viel rumgesegelt, du kennst doch bestimmt ein paar Leute. Gibt den einen oder anderen, den ich fragen könnte. Beide, die meisten Piraten waren doch mal in der Armee. Das erfordert nur einige Besuche in ein, zwei Spielunken und werde ich euch sicher was erzählen können. Ja, das wird dich aber hart treffen, wenn du mal wieder dir ordentlich einsaufen musst. Ja, nimm doch am besten Jalan mit. Der kommt dann vielleicht auch mal auf bessere Gedanken. Mir ist noch nicht ganz klar, was ihr ihm bieten wollt, damit sie sich uns anschließen. Naja, erstmal wollen wir nur Informationen über Charybdis und alles, was er rausfinden kann. Nun, ich dachte eigentlich, wir in Charybdis selber. Naja, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Ich denke, wir sollten uns erstmal mit den Granden hier auf deinen grünen Klee kommen. Das ist eine gute Redewendung, Rafim. Auf den grünen Klee kommen und dann haben wir mehr Geld, hoffe ich. Dann haben wir was für die Piraten, denke ich. Spätestens nach dem Arena-Kampf sollten wir mehr Gold in den Taschen haben. Ach, richtig, wo du es gerade sagst. Die Chorgeweihte, die Anführerin, hat mich vorgewarnt. Die brauen da wohl richtig was auf. Ich weiß nicht, was da auf dich zukommt, aber... verdammte Scheiße, du solltest dich vorbereiten. Ach, deswegen haben sie wohl den ganzen Sand hereingekarrt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen die da einen Dschungel aufbauen. Wir sind doch auch an irgendwelchen Rohren vorbeigekommen. Denkt ihr, sie wollen das Ganze fluten? Kann man diese Arena fluten? Wozu machen sie denn den Sand in die Arena dann? Naja, vermutlich an den Rand, damit das Wasser nicht durch den Boden läuft. Was weiß ich denn, Nabelmir? Vielleicht sind das auch gar keine Rohre, sondern nur, ich weiß nicht, Säulen zur Dekoration oder so. Aber es war auf jeden Fall innen hohl. Ja, vielleicht machen die Nebel in der Arena. Das ist auch immer sehr interessant. Ist ein Bodennebel. Aber dann würde man doch nicht so viel sehen. Wäre das nicht dem ganzen Spektakel abträglich? Na, du unterschätzt die Leute in der Arena. Es gibt einen genau richtigen Grad an Nebel, dass es noch schöner aussieht, aber man noch was sieht. Aber vielleicht kann sich Abelmir ja da etwas abgucken für seine Wettermeisterschaft. Ja, vielleicht. Nun, Diamantis, habt ihr euch schon über die Regeln informiert? Bisher bin ich noch nicht mal zum Kampf gemeldet. Ja, da sollten wir uns heute noch drum kümmern. Schaut euch vorher die Regeln an. Das könnte wichtig sein. Und denkt ihr wirklich, dass ihr eine Chance habt? Und ich würde das Ganze nicht eingehen, würde ich nicht meinen, dass ich eine Chance habe. Aber in den letzten Tagen mehr über diese Todesechse erfahren, als ich vorher wusste. Vielleicht war es etwas vorüberlegt, den Kampf zuzusagen, aber jetzt trete ich auch nicht mehr davon zurück. Ja, ich habe schon im Chortempel gesagt, ihr seid mutig und dumm. Eine gute Kombination. Ein klassischer Held. Ich würde nicht sagen, ein Held, nur weil ich mich einer Echse in der Arena stelle. Oh, und jeder, der Echsen erschlägt, ist doch ein Held. Wollte ich gerade sagen, das sieht Boltax aber anders. Ja. Das sieht jeder Zwerg anders. Nun, wir wissen, was Boltax von Echsen hält. Ja, habt ihr im Übrigen die Echsische Verschwörung schon gelesen? Ich bin auf Seite 33 und es wird euch die Augen öffnen. Wusstet ihr, dass die Echsen ursprünglich einmal auf 6 Beinen gingen und 37 verschiedene Sprachen gesprochen haben, von denen 6 Sprachen noch heute auf Aventurien zu finden sind? Habt ihr die Device Girl dieser Schrift geprüft? Nun, es ist ein Buch, das uns von einem Professor empfohlen worden ist. Das muss schon ein gutes Buch sein. Nun ja, es kann trotzdem falsche Informationen enthalten und Lügen. Ach, wer sollte denn mutwillig in einem Buch lügen? Abelmir, seid mal nicht so kritisch. Nun ja, ich würde nicht alles glauben, was mir geschrieben wurde. Bei dir etwa ein Echsensympathisant? Nein, aber ich halte diese, Ausschmückung für etwas, nennen wir es übertrieben.
Das wollen die Echsen euch glauben lassen, Abelmir. Das wollen die Echsen. 37 Füße. So. 37? Ja. Ja. Und wie soll der es mit 37 Füßen laufen können? Nein, das waren doch die Sprachen, nicht die Füße. Ach ja, stimmt. Seht ihr? Muss doch einmal in. Ja, das Buch hat mich zugegebenermaßen noch etwas verwirrt. Aber ich bin überzeugt, ich bin ja auch erst auf Seite 33, dass sich das alles noch klären wird. Und hütet euch vor manchen Büchern. Sie lullen euch in, nun ja, falsche Versprechungen. Man muss mit klarem Auge und festem Willen so ein Buch lesen. Und mit kritischem Blick jede einzelne Seite betrachten. Nun, gucke also, immer. Jetzt klingt ja aber wie eine Sindegeweihte, oder hab das nur ich gehört? Klingt auch so. Das stimmt. Das ist nicht das Schlechteste auf der Welt, aber irgendwie passt es nicht zu Abelmir. Aber wenn du irgendwas über Echsen rausfindest in deinem Buch, Boltax, dann können wir das für die Todesechse nutzen. Oh ja, das ist eine hervorragende Idee. Ich mache mich gleich wieder ans Studieren der Schrift. Wunderbar. Ja. Und dann schließt sich Boltax in der Kammer ein. Wird wohl die nächsten 10 Stunden damit verbringen, das Buch durch. Teilweise vor allem lauten Oh! Oder Ah! Oder Ach so ist das! Ach so, hast du was gefunden? Ja, sieh mal hier. Das Buch sagt, dass Echsen ein extrem kleines Gehirn haben, aber dafür sind sie unglaublich boshaft. Das ist ja ein Beleg. Wenn es in einem Buch steht, muss es wahr sein. Naja, so ist das. Du verstehst das. Abelmir nicht. Er ist etwas kleingeistig.